Zweibrücken. Zunächst einmal mal vorstellen, Zweibrücker Trainer Henk-Dieter Hofmann, herzlich willkommen bei FKW. Ich bin der Trainer, unser Trainer ist ja bekannt. Herr Hofmann, Sie haben das Spiel nicht einfach hergeschenkt. Boah, gut, das war gut. Dafür sind wir auch nicht hergekommen. Ja, ich meine, wir wollen ja einen Wettbewerb spielen. Und wir spielen in der vierten Liga in Deutschland. Und da fährt man schon nicht mal so, gerade auf letzten Nachbarschaftsduell ist, fährt man nicht gerade mal hin, um jetzt hier Geschenke abzugeben. Das war jedenfalls das Vorhaben. Aber was meine Mannschaft dann gemacht hat mit den beiden Toren, die dann doch geschenkt wurden, das war dann nicht so erfreulich. Allerdings muss ich sagen, die Reaktion, die sie dann gezeigt hat, gerade auch in der zweiten Halbzeit, ich glaube, Tyler musste zweimal den Ball mit den Händen halten, unser Torwart. Ansonsten haben wir die große Chance, durch den Elfmeter wieder ranzukommen. Ob dann auch eine andere Bestrafung für den Feldspieler sein sollte, gut, das ist dahingestellt. Aber erstmal müssen wir sowieso diesen Elfmeter verwandeln. Und dann haben wir noch zwei, drei Annäherungen, unter anderem mit dem Pfostenschuss, den der FKP auch hatte in der ersten Halbzeit, wo sie auch besser waren. Aber im Großen und Ganzen habe ich jetzt nicht so den Unterschied gesehen, dass wir einen Absteiger gespielt haben. Sicherlich in der einen oder anderen Situation können wir ein Spiel nicht dominieren. Aber das wissen wir auch vorher, oder wussten wir auch vorher. Nur das, was wir können, nämlich dagegen halten und auch gezielte Konter zu setzen, das hat die Mannschaft heute teilweise gut umgesetzt. Und das gibt uns auch die Hoffnung und den Glauben an den Dienstag, wenn wir wieder spielen. Vielen Dank, Herr Hoffmann. Trainer, was mich ein bisschen gewundert hat, nach dem 2-0, das eigentlich Sicherheit geben soll, war wie bisher ein Druck im Spiel? Oder wie erklärst du das? Wie hast du das gesehen? Ja, ich habe gesehen, dass wir sicherlich später spielen können, wie wir es heute getan haben. Das ist ganz klar. Wir wussten aber auch um die Schwere der Aufgabe, weil im Vorfeld ja schon viele Zuschauer und auch Leute unten im Verein herum die Spiele heute schon abgehakt hatten. Am 2-0 kommt hierher, ich schieße wieder auf den Stadion. Das war der Umfang, den ich die ganze Woche über hier in der Stadt oder auch zu Hause in meiner Ernährung gehen gehört habe. Und ich wusste, wie schwer das Spiel heute wird. Das ist eine Mannschaft, die aufgeräumt, die kompakt steht, gut in dem Mittelpunkt gearbeitet. Dann haben wir am Anfang die Chance, dass wir die Auge einen Kopfball, geht zum Tor früh rein, läuft vielleicht so ein Spiel etwas anders, dann machst du es 1-0, glaubst du eigentlich von außen, es gibt ein bisschen Sicherheit, hast vor der Pause noch die Möglichkeit, das 2-0 zu machen, machst das Tor nicht, kommst dann wieder aus der Pause, machst zum richtigen Zeitpunkt das 2-0 und meinst dann, es kommt ein bisschen mehr Ruhe ins Spiel, aber ab dem Zeitpunkt, ab der 50. Minute, habe ich dann das Gefühl gehabt, die Jungs schalten ganz zurück, mit Sicherheit auch ein Kräfteverschleiß, der letzten Wochen, wir haben heute genau die zwei Wochen auch. Das dritte Spiel binnen 9 Tagen gehabt, das bleibt in den Knochen hängen. Das ist halt so. Und wir haben heute, sagen wir mal, einen Arbeitssieg gelandet, der am Schluss vielleicht, wenn der Elfmeter reingeht, am zweiten Faden hängt. Wir haben aber noch Möglichkeiten gehabt, gegen Schluss in so Überzahl das Ding besser auszuspielen. Der Sportplatz ist eine mittlere Katastrophe für beide Mannschaften. Da kann man keinen Fußball drauf spielen. Wir haben Situationen gehabt, die kannst du normal besser ausspielen. Auf dem Geläuf geht es einfach nicht. Das müssen die Zuschauer auch mal sehen. Viele Bälle verspringen, viele Bälle sind so ungenau, weil das einfach schlecht ist. Das wird man auch mal ins Kalkül mit einziehen. Wir haben in den letzten 9 Tagen 3 Spiele, alle 3 gewonnen. Es gibt für mich überhaupt nicht schlecht zu reden. Auch nach den Spielen heute, wir haben 6 Punkte geholt gegen Mannschaften, die hinter uns stehen. Wir sind im Pokalfinale, von dem her bin ich mit 9 Tagen zufrieden. Danke. Vielen Dank, Peter. Durch die komische Situation in der Oberliga ist es sehr schwer. Man weiß ja auch immer, unter den letzten 5 ist immer noch nicht, ob man abgestiegen ist oder nicht. Es ist natürlich total unbefriedigend, eigentlich Fußball. Also am letzten Tag, wenn wir hier gegen Trier spielen, sind 5 Letzte. Da weiß man immer noch nicht, ist man drin geblieben oder nicht. Es ist eine unbefriedigende Situation. Nichtsdestotrotz, 2 wichtige Spiele kommen jetzt halt noch. Jetzt kommt es zum Showdown in Nettingen ist natürlich ein absolutes wichtiges Spiel für den FKB. Ansonsten wünscht man natürlich viel Glück. Und dann zum nächsten Heimspiel hier gegen Koblenz nochmal einen raushauen. Ihr macht das gut und das sehen die Fans eigentlich genauso. Und wenn so ein paar Zwischentöne aus der Stadt auskommen, das sieht natürlich weg, das war immer so. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Spiel in Nettingen und dann hier gegen Koblenz haben wir wieder richtig einen raus. Und 2 Punkte wünschen wir eine coole Einfahrt. Danke. Tschüss.